von mir. Hast du nicht mitgekriegt, dass ich in deinen neuen Kopfhörern mit drin bin? Ich bin der Dämon aus der Unterwelt und du wirst mich nie wieder loswerden. Setzt du diese Kopfhörer auf diesem Bild, dann wirst du garantiert mich nie mehr loswerden. Ich bin nämlich derjenige, der dich verflucht. Und du wirst für immer und ewig in meiner Welt wohnen. In meinem Paralleluniversum. Wirst du für immer und ewig rumschmoren. Deine ganzen Eltern und Freunde habe ich alle mitgenommen. Die leiden in meiner Hölle. Und du schaust dir doch gerade das Video an auf YouTube. Beachte aber dabei, schaust du es nicht zu Ende, komme ich und töte dich. Leuchten die Kopfhörer rot und blinken beide rot. Dann ist es schon passiert, du bist tot. Egal ob du Stadtbus bist, auf der Arbeit oder auf dem Klo, ich finde dich und du stirbst. Bei diesem Geräusch von den Klicken der Kopfhörerschale, du wirst garantiert nie wieder zu Hause sein. Und wenn du nicht aufpasst, dann wird garantiert alles, was du machst, zu deinem Ende werden. Was ist los mit mir? Was war das, ein Dämon aus einer anderen Welt? Ich verstehe das nicht. Ich bin verflucht worden. Ich komme nicht mehr weg hier. Ich bin verflucht. Was sind diese verfluchten Kopfhörer? Ich habe die ganze Zeit in den Ohren und jedes Mal bin ich total verflucht und habe Angst. Und ich habe schon 2 Leute umgebracht. Unbewusst. Ich sehe die ganze Zeit so schlimme Gore-Bilder vor meinen Augen. Und ich merke auch schon, ich bin in einer anderen Welt. Und wenn ich in Wände fasse, dann ist das so, als ob ich bin in den Backrooms drin. Die ganze Zeit komme ich nicht mehr weg. Die ganze Zeit nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss da unbedingt weg. Und ich komme nicht mehr aus meiner... Ich komme nicht mehr zurück in meine Welt. Ich bin schon so durcheinander, ich kann schon gar nicht mehr reden. Und was passiert heute? Ich bin zur Arbeit gefahren. Meine Arbeitskollegen sahen so aus, Augen verdreht, die Hand auf dem Rücken, der Fuß an den Kopf genäht. Und alle Leute haben gelacht, mich mit verdrehten Augen angeguckt. Und die waren zerfetzt, zerfleischt und haben immer noch gesessen und geredet und gesagt, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Die ganze Zeit, den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin irgendwie durcheinander. Ich kann den ganzen Tag nicht denken. Ich habe so eine riesen Angst. Schon solche Halsschmerzen. Ich habe den ganzen Tag geschrien und geschrien und geschrien. Wo bin ich jetzt? Es ist dunkel hier. Draußen Tag, Nacht. Wo bin ich hier in der Welt? Ich habe überall geguckt. Keine Menschenseele. Mein Nachbar ist sogar tot mit verdrehten Augen. Und seine Finger bewegen sich die ganze Zeit, obwohl er eigentlich nicht mehr lebt. Oh, wo bin ich? Und als ich geguckt habe im Fernsehen, stand er überall bei der Uhrzeit nur 666. Und die Nachrichtensprecher haben nichts mehr gesagt, die lagen da tot. Und ich habe gesehen, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und da war gar keiner zu sehen. Da stand nur einer und hat nichts gesagt. Ich habe alles versucht, ihn wieder
zurückzukommen in meine richtige Welt. Ich musste meine Kopfhörer fett in den Ohr zu tun. Ich habe menschliches Geschrei gesehen, alles. Und die Zukunft habe ich gesehen. Da war alles verbombt, alles kaputt. Kein Mensch war mehr da. Das habe ich alles gesehen. Wie bei diesem verfluchten Chromecast, den ich schon lange nicht mehr habe, weil ich ihn abgefackelt habe mit Grill, Zünder und mit Spiritus. Die Kopfhörer sind noch schlimmer. Ich höre die ganze Zeit der Botschaften. Ich höre Nachrichten, die gar nicht stimmen. Ich bin in der Parallelwelt, wo alles schon verbombt und kaputt ist. Ich komme gar nicht mehr weg. Ich habe die ganze Zeit diesen bösen Dämon, der mich immer wieder meinen Körper in Beschlag nimmt. Ja, siehst du dieses Paralleluniversum? Du bist hier gefangen. Du kommst hier nicht mehr weg. Außer du findest irgendwie so ein Hinterzimmer irgendwo. In dem Gebäude, wo du warst, als du Musik gehört hast. Wenn du das Gebäude findest, was halbwegs schon zerstört ist, und du eine Nachricht kriegst, mit dem Ton, dann kannst du dir sicher sein, dass da bald wieder was Böses passiert. Eine Bombe fliegt, mit einer Drohne, die in Wirklichkeit eine Atombombe ist. Du kannst nicht mehr wegkommen. Und du bist müde, weil ich die ganze Nacht deinen Körper in Beschlag nehme. Du pennst, aber ich rede die ganze Zeit. Und jetzt sage ich dir nur, schön tot noch. Was war das denn? Die Botschaft habe ich eben gehört. Ich renne die ganze Zeit durch die Gegend, bin bei mir zu Hause. Was ich mich frage, warum läuft der Strom noch überall? Warum funktioniert das Internet? Ich habe alle YouTuber gesehen. Der eine macht einen Livestream, liegt da aber tot und man sieht wieder vergammelt. Und das ist total schrecklich. Überall Fliegen und Maden, das sehe ich alles im Internet. Das ist so schrecklich. Oh, ich musste fast kotzen. Mir ist so schlecht. Igitt. Da muss ich schnell weg. Ich habe alles gesehen, was leid ist und so. Also, und ich muss hier unbedingt weg. Da bringt nichts dann vorbei. Ich habe Gott sei Dank das Gebäude gefunden, meine Kopfhörer, habe die in die Ohren gesteckt. Hab nochmal diese gruselige Sache gesehen, hab dieses Hinterzimmer gefunden. Was war? Da war ich. Ich lag da, mumifiziert. Und hab gerufen, Hilfe. Ich hab mich selber leiden gesehen. Alles war so schlimm. Er hat gesagt, nimm die Kopfhörer, geh weg, guck an die Wand und geh. Und dann bin ich wieder abgehauen. Was meinst du, wie schlimm das war? Das war die Apokalypse. Nur wegen diesen verfluchten Kopfhörer, die die Zukunft zeigen. Was meinst du, wie schlimm das ist? Du kommst nicht mehr aus der Welt raus. Und du wirst genau das sehen, was du nicht sehen willst. Alles, was du gesehen hast, ist real und nicht gespielt. Und jetzt bin ich zurück in meiner Welt. Ich halt's nicht mehr aus. Ich hab hier meine Pistole. Und ich sage nur, jetzt hab ich's beendet gleich. Aber ich überleg's mir noch. Ich tu mir nichts. Ich hol mir nochmal Hilfe. Ich hab so eine Angst, dass das alles nochmal passiert. Hier, ich mach was. Zum Glück, der ist kaputt. Zum Glück. Jetzt kann ich den Kopfhörer nicht mehr benutzen. Ich bin zurückgegangen und noch ein paar Geister und Dämonen gesehen, die mir Stinkefinger und Fick dich zurückgerufen haben. Und jetzt kann ich zufrieden sein. Jetzt ist alles kaputt. Mit meinem Kopfhörer. Und die Welt und alles ist in Ordnung, weil ich wieder in der richtigen Welt bin.
Und jetzt kann mir der Dämon auch nichts mehr sagen, weil ich habe ihn vernichtet. Es geht mir endlich wieder besser. Und danke fürs Erzählen, dass ich sagen durfte. Und tschüss. Hoffentlich passiert euch sowas nicht. Hoffentlich könnt ihr schlafen.